Gesundheit. Ich glaube, dass wir bestimmte Beschränkungen akzeptieren müssen, wollen wir den Klimawandel beherrschen. Dazu wird zum Beispiel gehören, dass wir nicht also so viel reisen, wie jeder reisen könnte. Dazu wird also gehören, dass wir den einen oder anderen Konsum einschränken. Ich würde es übrigens auch noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass wir in der Klimakrise in eine Situation kommen, wo wir das eine oder andere tatsächlich sogar verbieten müssen. Aber das ist doch genau das, was manche Kritiker jetzt befürchten, dass die Einschränkungen, die in der Corona-Pandemie benutzt werden, als Blaupause für sowas, ich sage es in Anführungszeichen, wie eine Klimadiktatur. Ja, aber das sind doch Verschwörungstheorien. Wieso? Sie haben doch gerade erzählt, dass die Corona-Maßnahmen Vorbild sein sollen und müssen für die noch viel größere Klimakatastrophe.